Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Shakes and Fidget. Ich grüße euch. Es handelt sich wie immer um ein produktplatziertes Video, könnt ihr oben rechts sehen. Und es ist wieder Sonntag und Sonntag heißt Shakes and Fidget Time. Sehr schön. Kleine Info noch zum letzten Shakes and Fidget Video. Der Gewinner vom LS19 Kerneland DLC wurde ja schon diesen Montag, also am 15. war das, ausgelost. Und zwar, das war der liebe Dominik Werkrille, wenn man es so ausspricht. Er hat seinen Preis auch schon abgeholt. Könnt ihr auch bei Geet, wenn ihr nochmal auf den Giveaway-Link vom letzten Video klickt. Da sehen alles schön transparent mit ausgeschaltet, vor allen Dingen mit eingeblendet bzw. ausgewertet. Ja, herzlichen Glückwunsch diesbezüglich nochmal dazu. Ansonsten, ja, ihr seht, hier hat sich einiges getan. Aber holy, hat sich ja einiges getan. Level 308. Damit bin ich noch ein Level von meinem highesten Char entfernt, den ich jeweils hatte. Und zwar auf International 30, Level 309. Das ist natürlich sehr schön. Und hat natürlich mehrere Gründe. Erstens, wir spielen schon relativ lange auf den Server, werden auch noch eine Weile auf den Server spielen, weil der nächste Serverstart, der stattfinden wird, da wird es auch keinen Wechsel geben. Und natürlich liegt es auch an der Gilde, also an Error, sind halt Top-Spieler mit dabei, die wissen, was sie machen. Und dadurch haben wir natürlich auch Boosts dabei, die unseren Charter ganz schön nach oben bringen. Und es ist ordentlich Pilzinvestment natürlich auch mit dabei gewesen, sollte man auch noch dran erwähnen. Also Stufe 308, wir sehen es mittlerweile bei 1,4 Millionen durchschnittlichen Schaden. Wir haben 22,5 Millionen HP. Wir haben jetzt unsere Schadensreduktion Gott sei Dank wieder hochgeballert bekommen und sind nur bei unseren kritischen Treffern wieder auf 50%. Das ist aktuell, oder war eher gesagt dieses Wochenende, das sogenannte Epic-Wochenende. Ihr seht, meine Alu habe ich schon durch. Und ich habe schöne neue Epics gefunden. Unter anderem habe ich einen neuen Hut, einen neuen Brustpanzer, eine neue Waffe. Die ist leider nicht so toppy ideal, aber ihr seht, ich habe leider nicht mal genug Pilze, um noch mehr zu suchen. Weil die sich wieder in den Angriffsrahmen bewegt, was eher halt für PvP, also für Arena geil wäre und nicht so für Dungeons. Aber es ist, die ist schon mal besser gewesen als die letzte, also besser als nichts. Ich habe hier ein neues Amulett. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was das hier, wie der Slot genau ist, um ehrlich zu sein, ich nenne das einfach mal Amulett. Ich habe eine neue Kette, neue Unterhosen und natürlich auch einen neuen Ring. Also ich habe eigentlich alles durchgetauscht. Da sind auch über 1000 Pilze beim Suchen draufgegangen, trotz all dem, dass ich das Farm-Equip hier anhabe, was mir nochmal mehr Chancen gibt, Epics zu finden. Ansonsten, bei unseren Krieger haben wir eine neue Waffe, die ist auch leicht verbessert gewesen. Die habe ich allerdings nicht über das Epic-Event gekriegt, sondern über den Dungeon. Das war schon mal sehr schön. Sind wir bei 664.000 durchschnittlich Schaden, 16 Millionen HP. Crit ist ja noch nicht so toppy, wie er hätte eigentlich sein können, aber das holen wir mit dem Gladiator später auch noch auf. Beim Magier hat sich nicht so viel verändert. Es gibt, glaube ich, eine neue Waffe, die wir hier haben. Da sehen wir dann, da ist dieses Spektrum vom Angriffen 1000 bis 1800 auch schon größer. Ansonsten gab es jetzt hier eine neue Halskette und ein neuer Gürtel. Und bei unserer Dämonenkriegerin, vor allen Dingen bei unserer Kundi, da gibt es neue Hände, die sind neu dazugekommen. Und neue Schuhe, sowie hier ein neues Amulett mit dabei. Die Waffe müsste in dem Sinne auch neu sein. Ihr seht, hier haben wir das gleiche. Hier ist der Rahmen noch kürzer, wir haben 700 bis 740. Es war trotzdem besser und ich habe leider auch keine geilere Waffe auf die Schnelle beim Durchblättern gefunden. Jawohl. Ansonsten sind wir hier, das kann ich gerade nochmal durchnehmen, bei der Aura kann ich, bin ich schon durch, okay, bei der Aura bin ich weiter bei 7, zieht sich halt, wer kennt's nicht. Den Special-Auftrag habe ich noch gar nicht, weil ich noch keine drei Dinger zerlegt habe. Wir können aber hier nochmal durchwürfeln, das ist ja schön, ich brauche nämlich Steine ohne Ende. Hopp, noch mehr Steine bitte, das wäre sehr angenehm, sehr gut. Dann haben wir mal deutlich mehr Glück, als man sonst so kennt, sehr gut. Haben wir genug für heute. Wenn wir in die Arena reinschauen, sehen wir, oh, wir haben in einer Minute ein neues Angebot. Das ist sehr schön. Das heißt, wir resetten hier alles mal. Das war jetzt wirklich Glack vom Feinsten. Warum mache ich das? Ganz einfach, wenn die Minute rum ist, kann ich es euch zeigen. Ansonsten, bei den Pets. Wir sind mittlerweile hier bei Raubikatz am Cap mehr oder weniger angekommen. 90 soll es sein. Ich könnte noch mal Zähne füttern. Ansonsten haben wir jetzt hier unten diesen Ninja gefunden. Der ist jetzt der nächste. Der muss jetzt auch wieder auf Stufe 100 hochgeballert werden.
Hier alles beim Alten, wird auf 34 hochgepumpt, ist hier auf 34 hochgepumpt, ist hier auf 76 hochgepumpt. Da kommt der nächste, wenn mich nicht alles täuscht, das müsste der hier sein. Oder der? Einer von beiden war es auf jeden Fall. Der als nächstes kommt, da müssen wir allerdings noch ein bisschen, machen, bis wir hier in dem Sinne weiterkommen. Obwohl, der müsste den eigentlich mittlerweile klatschen. Ich wollte gerade sagen. Der müsste den eigentlich klatschen. Der hat ihn auch geklatscht. Zack, sind wir 309. Sehr angenehm. Okay, hier ist dann erstmal Feierabend. Schön zu wissen. Also haben wir die zwei erstmal wieder freigeschaltet. Heißt im Umkehrschluss, den kriegen wir nur an Sommertagen. Wir haben Sommer, also den können wir finden im Wucherdschungel. Und den kriegen wir Sonntagnacht. Schade, heute habe ich keine Alu mehr. Kriegen wir dann dementsprechend. Nächste Woche haben wir aber hier auch noch ein bisschen Zeit. Ansonsten hier alles durch. So, 309 sind wir geworden. Das ist sehr schön. Pushen wir das Ganze natürlich gleich mit auf hier. Bam, 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 bam. So, ja bitte. So, jetzt haben wir die Arena. Was ist jetzt hier? Ich habe jetzt überall diese Timeskips, weil hier nichts zur Verfügung steht. Und das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, weil damit kann ich schon mal auf 7 Punkte nach oben pushen. Und das ist natürlich sehr vom Vorteil, weil damit sparen wir uns eine Menge Zeit. Wir sind ja mittlerweile auf Niveau, dass wir hier auf so 2000, 2500 sogar hochkommen. Wenn wir das alles richtig machen, oder? Na, bis 2,3 maximal nur, schade. Aber ne, ihr seht schon, das lässt sich jetzt hier mittlerweile schon ohne Probleme in dem Bereich nach oben drücken, ohne dass wir da irgendwelche Probleme haben. Uns fehlt noch der letzte Erfolg aus den Arena Manager, also was hier die insgesamten Runen angeht. Aber ansonsten ist das hier alles schick schön. Wir pushen den ganzen Spaß weiter hier hoch. Das geht jetzt immer 1 bis 2 Etagen weiter nach unten. Das wird jetzt 1,6, das wird 1,5 und das letzte wird 1,4. Aber dann haben wir das wenigstens hier schon mal. Sehr gut. Und jetzt könnte ich theoretisch ein bisschen warten, um jetzt hier noch in die nächste Stufe zu kommen. Allerdings, so eine wirkliche Upgrade-Stufe gibt es in dem Fall nicht. Das ist immer nur dann ein bisschen und ein bisschen und ein bisschen. Und jetzt kann ich innerhalb der nächsten 2 Stunden sagen, ich würde gerne die 7 Tage auswählen. Und dann skippe ich 7 Tage halt vor. Können wir in den Sinne jetzt eigentlich auch schon machen, weil das relativ egal ist. Ihr seht, zack, haben wir 66 Oktrillionen, also das gleiche, was wir bis dato insgesamt haben. Jetzt kann ich hier die 2,5 machen. Ich kann hier die 2,5 machen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier die 2,5 und dort die 2,5 und hier unten glaube ich hoch. Genau, hier die 2,5. Dann kann ich hier upgraden auf 2,0 insgesamt. Das müsste eigentlich alles ohne Probleme funken. Hier ist dann Ende. Hier könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter hochgehen. 3, 2, 1. Zack. Und somit kann das einfach jetzt weiterlaufen. Und morgen upgraden wir wieder. Und dann geht das halt einfach viel schneller. Soweit, so klar, so übersichtlich. So, Thema Edel, beziehungsweise Thema Festung. Ihr seht, ich baue momentan noch 15 aus. Dauert auch noch dezente 7 Tage. Vor allen Dingen 7, dezente 10 Tage. Währenddessen können wir hier angreifen, um noch ein paar Ressourcen zu bekommen. Das mache ich am Tag 2-3 Mal, je nachdem wie oft ich reinschaue. Eigentlich müsste man es noch mehr machen, also ich glaube, hoppala, das war ein Fail. Noch so 4 bis 5 Mal am Tag, glaube ich, um so durchgehend da was zu haben. Eigentlich skippe ich auch meistens noch so durch, bei solchen Ressourcen, die halt so niedrig sind, sage ich halt einmal skippen bitte. Hier sieht jetzt aber relativ gut aus, wie zum Beispiel hier, das würde ich nicht machen, das können wir wiederum machen. Das ist leider alles zu high. Wir haben halt so das übliche Steinproblem, aber es wird demnächst noch ein großes Event wieder geben, wo alles aktiv ist. Sprich, wo wir auch wieder Ressourcen kriegen, weil ich muss ja auch noch die, nicht nur die Festung, sondern auch die Ritterhalle auf 15 hochballern. Und das kostet natürlich, wer jetzt gedacht, wieder einen Haufen Ressourcen. So, Gladiator ist hier mittlerweile auf 10, das ist auf 12, das ist alles schön, das ist alles schick, da kann man nichts dagegen meckern. Wir könnten das theoretisch weiter ausbauen, das dauert noch 3 Tage, der Rest dauert mittlerweile alles schon 6 Tage und mehr, ne, auch das hier. Deswegen würde ich einfach mal sagen, auf dafür. Wir haben ja noch 49 Alu, die übrig geblieben ist. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Beim Dungeon hat sich auch einiges getan. Ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile Märchenturm 92. Ich kann es ja mal kurz anreißen. Das geht ab und zu mal. Wir haben nicht mehr so viele Pilze. Gut, 93, sehr angenehm. Braucht man halt jetzt mittlerweile mehr Versuche. Das ist klassischer Fall, aber es geht. Ansonsten ist hier mehr oder weniger erstmal Abfahrt. Genauso wie hier. Da geht nichts weiter. Hier geht auch nichts weiter. Sind wir aber mittlerweile auch auf 8, wohlbemerkt.
Hier, das dauert auch noch Ewigkeiten, bis wir die klatschen. Das ist auch erstmal Endzeitstimmung, würde ich sagen. Das habe ich für heute schon erledigt. Bei der Unterwelt sind wir hier mittlerweile im Wirbelsturm 351. Das braucht man erst mit 315 anfangen. Hier bin ich 8 von 10. Ja, und ihr seht, der kann liegen, braucht viele Dinger. Der Olymp ist so eine Sache, braucht man nicht auszuprobieren. Aber herzlichen Glückwunsch, dass ich es freigeschalten habe. Eigentlich wollte ich, dass es hier weitergeht oder hier. Aber mir wurde erstmal der Olymp noch freigeschalten über den Schlüssel. Nördische Götter braucht man auch erst gar nicht auszuprobieren. Ihr seht also, da ist noch eine ordentliche Menge mit dazugekommen. Und das zeigt auch, dass wir hier bestimmt über 10 Level jetzt halt gut gemacht haben. Ne? Alleine jetzt die neuen Levels habe ich vor 2 Tagen oder so geschafft. Ne? Da hat sich also auf jeden Fall eine Menge getan. Machen hier noch den ganzen Spaß durch. Sehr schön. Und da sind wir auf einem guten Wege, würde ich sagen. Ne? Da sind wir wirklich auf einem guten Wege. Ist hier noch irgendwas Interessantes dabei? Ich glaube, wow. Ja, das ist wirklich gut. Obwohl hat der Lebensenergie drauf? Ne, der hat ewige Gegenstände. Okay, den hier mal auf, den werden wir noch wechseln. Aber jetzt nicht, weil ich nicht genug Pilze mehr habe. Aber ja, so sieht's aus. Ah ja, ich kann auch drehen. Das darf natürlich nicht fehlen. Und morgen brauche ich unbedingt neue Pilze, sonst wird das hier alles ein bisschen schwierig. Ja, mehr gibt es in dem Sinne nicht zu zeigen oder zu sagen. War eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ne, immer schön Dankeschön hier fürs Zuschauen. Gerne auch ein Like da lassen. Ne, und in dem Falle bis nächste Woche. Tschüssi, Kowski. Und schmetzt mir nicht weg, es ist echt warm.